Sportskameraden, und hier, wie man sieht, das sieht doch aus wie eine leckere Grillplatte, ein bisschen Obst und so weiter. Und mit diesem Video möchte ich euch mal dann ein bisschen anregen, mal bei dem schönen Wetter rauszugehen. Und man kann natürlich auch tolle, leckere, gesunde, eiweißhaltige Sachen grillen. Man muss nicht immer nur das Bierchen saufen und das fettige Steak machen mit keine Ahnung was dazu, sondern hier habe ich mal für euch einfach eine Fitness-Grillplatte vorbereitet, wie man es lecker machen kann. Vorweg ist schon mal hier das Dessert, ein bisschen Obst am Spieß, dann natürlich ganz lecker so große Garnelen, bisschen Pfeffer drauf, ein bisschen Knoblauch, schön eingewürzt, dann haben wir hier so leckere Spieße mit Hähnchenfleisch, ein bisschen Champignons, Tomate, Zucchini, und das ist eine selbstgemachte Marinade. Da haben wir nämlich dann schön, ich gucke mal, ob es mal kurz aufgeschrieben, dass wir keine Fettige aus dem Supermarkt nehmen. Wir haben hier ein bisschen Öl, 2 Esslöffel, ein bisschen Honig, einen Teelöffel Sambal Oleg, dieses scharfe Gewürz, und dann ein bisschen Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Da habt ihr auch eine selbstgemachte Marinade einfach. Und ihr wisst, was drin ist. Dann ein paar Kartoffeln, die kann man schön ein bisschen vorkochen. Dann kann man die gleich aufspießen oder so auf den Grill legen. Hier haben wir ein bisschen Lachsfilet, kann man so im Supermarkt schon fertig kaufen. Und ein selbstgemachter Dip, alles auf Magerquark-Basis. Wir haben ein paar Maiskörner mit reingemacht, dann noch Salz, Pfeffer ein bisschen drin. Und ein bisschen mit Creme Fraiche noch zubereitet. Sehr eiweißhaltig. Ja, hier sieht man schon den Grillchef, wie es auch hier steht, ja. Deswegen, wenn ihr keinen fetten Grill zu Hause habt, gibt es für ca. 5 Euro in jedem Supermarkt diese Fertiggrille, ja. Da kann man ganz spontan so ein Ding mal holen, sind alle fertig, muss man nur noch anzünden. Dann sucht man sich ein schönes Plätzchen draußen, haut diesen Grill mal an und dann macht man sich mal ein leckeres Grillgericht. Denkt, bei dem schönen Wetter kann man wirklich mal rausgehen, muss nicht immer nur das Bier saufen und was Fettiges machen, sondern macht euch mal selber eine leckere Grillplatte. Ich gehe jetzt mal mit der Julia zusammen raus und dann gibt es das leckere Fest. Leute, habe ich einen Hunger und wir laufen jetzt hier zum Teplower Feld. In Berlin gibt es immer coole Plätze, wo man draußen sitzen kann. Ja, und ich kann es kaum abwarten, hoffentlich dauert das Grillen nicht so lange. I walked up to her, said, you don't smoke, oh, that's alright, you can roll it up for me and we can light it up, we can light it up to the sunrise. So, Sportskameraden, angekommen im Paradies auf unserer Grillfläche, und das ist hier heute das Tempelhofer Feld. Ich wohne in Kreuzberg ganz nah und das ist direkt vor der Tür, und bis vor ein paar Jahren war das hier noch ein Flughafen in Berlin, und inzwischen ist eigentlich die größte Freizeitfläche hier in ganz Berlin, wenn nicht sogar fast deutschlandweit. Mit, glaube ich, 380 Hektar ist das größer als der Central Park in New York, und es ist halt ziemlich geil zum Joggen gehen, zum Grillen, hier kann man Minigolf spielen, hier kann man Fußball zocken ein bisschen, und es ist einfach ideal, sowas vor der Haustür zu haben. Und hier schlagen wir jetzt unser Plätzchen auf, gucken, was wir den Grill ankriegen. Und ja, dann lassen wir es gleich schmecken. Jawohl, es brennt! Ja, der Grill brennt jetzt, und das hat echt ewig gedauert hier mit dem Feuer. So schön windig, aber boah, das sieht geil aus, Leute. Und gleich gibt's hier lecker Spieße. So ein kleiner Grill kann was. Super. Ja, ja, lecker, lecker, lecker. Kann ich. So, Sportskameraden, wir futtern das Ganze mal auf. Ist echt lecker und es tut einfach mal gut, so vom Alltag ein bisschen abzuschalten. Gerade mit einem leckeren Grillabend einfach mal abzuschalten. Das ist echt gut, mal macht es mal nach so, weil da kommt er mal runter vom Kopf auch. Von der Regeneration ganz gut auch fürs Training immer mal. Und lecker, ja, Fleisch und Garnelen, die Kartoffeln sind extravagant und das tut mal gut. Mein kleiner Tipp, kleiner Aufruf, lasst mal die Seele baumeln. Genießt das Wetter so, macht was draus. Haut rein, sag was. Ciao. Ciao. Also bis dann, euer Görki und die Julia. Tschüss. So I saw her standing there all by herself. So I walked up to her. I walked up to her. Said, you don't smoke, oh, that's alright. You can roll.